Ich guck mal kurz. Also erstmal kurz die alte Kollektion hier setzen. Seid ihr da? Da. Da. Reicht das hoffentlich? Dann jetzt gucken, wie viele lila Science Packs wir noch haben und dementsprechend dann forschen. So, und wie viele von den War Science Packs wir hier haben. Hier drin nix, ist also alles schon oben. Lila. War da hinten. Sieht voll aus. Oh, also 400 sind schon mal hier, 200 noch da und ein Artefakte sind da. Ja komm, erforsch mal bitte Laser Damage. Research, danke. Trotzdem laufe ich jetzt noch zu den Dietech-Forschungsanlagen, um zu gucken, wie viele War Science Packs wir haben, damit wir nach dieser Forschung vielleicht irgendwas Dietech-artiges forschen können. Wir sind bei 9. Das ist wenig. Wo ist der Haken? Was? Wie viel brauchst du davon? Ah, der da. 4 Flammenwerfer, 4 Shotgun, 4 Piercing. Keine Flammenwerfer-Munition. Ich hab dich aber gebaut. Ja. Ich habe dir keine blaue Kiste gegeben. Das macht das Ganze ein wenig schwer. Das sehe ich ein. Du bitte. Eisenplatten. 100 Stück. Dahin. Und bau bitte Licht. So. Das heißt, wir haben gleich auch wieder Flammenfunktion. Das heißt, es dürften dann mehr werden. Gut. Wir haben jede Menge Solar Panels. Wir haben. Oh. Keine vollen Akkus. Okay. Britzel, 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 Britzel. Das sieht cool aus. Hier. Dazu. Die alle ersetzen. Zu, zu, zu. Ja, habe ich das Drill-Ding da gebaut? Ja, habe ich. Mach die mal alle weg. Das wird mein Inventar jetzt zunehmen mit irgendwelchen Produktivitätsdingern MK2 oder 3. Weg, 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 weg. Alles weg hier. So. Also, ich will Platz haben für mehr Schmelzöfen und dergleichen. Das kann alles weg. Und hier. Da baue ich das Ding jetzt rein. Damit das Ganze an Kupfer da weggebaut wird. Und das kommt alles hier in eine Kiste. Du bist bitte super produktiv. Stopp. Ich sagte super produktiv. Wie viel Strom verbrauchst du? 2 MW. Ja. Es wird gleich Tag. Wird schneller Tag. Wird stetig weniger, ja. Ich setze mal Akkus für den Tag. So. Hier wollte ich eigentlich auch Akkus setzen, aber das System ist doof. Also wegen dem Abstand von den Dingern da. Was bist du? Du bist 400 Tungsten. Oh. Na gut, machen wir mal vielleicht mal so. Das Ganze in die andere Richtung vielleicht auch nochmal. Hauptsache ein paar Batterien dahin klatschen, ist okay. Dich würde ich eigentlich auch noch gerne auf eine dritte Reihe. Naja, hier sollten Fabriken hin. Ne, keine dritte Reihe, ist okay. So. Du bist gut dabei. Wow. Du bist richtig gut dabei. Problem ist nur, das Ding ist tierisch produktiv. Das heißt. Warte mal ganz kurz. Alter Walter. Ich glaube, das mache ich mal zum Spaß einfach mal so leer, das Gebiet hier. Verballern zwar gerade Unmengen an potenziellem Rohkupfer.
Aber es müsste eigentlich ziemlich flott leer werden. Moment mal, Expected Resources 50.000. Nö, wird nicht super schnell leer. Wir haben viel zu... Also ich kann es einfach überbauen, ja. Ich glaube, das wäre eher die Möglichkeit. Ich mache jetzt eine... Interessante Konstruktion. Interessante Konstruktionen sind toll. Wo ist mein Lager? Da oben ist mein Lager. Ich lagere jetzt ein... Alles Kupfereisen. Kupfereisen? Was? Alles Rohkupfer und Kupfer. In... Das hier waren die guten, ne? Ja, bau davon mal ein paar. Gut. Wo seid ihr da? Ein bisschen abseits. Hier. So, und dann hätte ich gerne hier Requester Chests. Mal gucken, ob das aufgeht, was ich vorhab. Und hier bräuchte ich eigentlich ganz schnelle Ärmchen. Können wir mal so eben ein paar davon bauen? Ist das okay? Ja, ist okay. Was? So. Und ihr hättet gerne Kupfer oder Rohkupfer. 100 Stück. Jetzt werde ich die Roboter, glaube ich, auslassen. Links, 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 links. Und da kommt nichts anderes rein. So, das ist der Plan. Alles an... Gibst du mir wohl die ganzen doofen Leichen. Und der Plan geht nicht auf, weil sie es immer hin und her schieben. Naja, obwohl... Es kommen auch welche von außen. Das ist jetzt absolute Energieverschwendung, oder? Und irgendwie mogeln sich da immer wieder Königinleichen rein. Hört auf, hört auf, hört auf, hört auf, hört auf, hört auf, hört auf. Das klappt so nicht. Erstmal lasse ich jetzt das ganze Kupferzeug hier hinbringen. Und es muss mehr als 100 sein. Mach mal 1000, 1000. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst, aber ich probiere erstmal 1000, 1000. Wobei, es sind 100 pro Stack. 2, 4, 6, 8, 10. 4800 müssen reinpassen. Also 2000. Kann ich da reinschreiben? Ja, kann ich. 2400. Ah, obwohl, man muss immer ein bisschen sicher gehen, dass da Puffer ist, weil manchmal kommt zu viel aus Versehen rein. Also 2200 davon. 2000. Los. 2200 davon. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. So, dann warte ich, bis die voll sind. Was eine Weile dauern könnte. Weil die sich jetzt alle immer wieder aufladen müssen. Und dann mache ich ein Ärmchen hin und tue das da rein. Na, mal gucken. Ich glaube, ich brauche noch eine Reihe. Bau bitte noch mehr. Davon. So. Also Sinn dahinter war, dass die ganzen Kisten hier entleert werden, ich die Kisten hier zerstören kann. Wow. Ja. Und wir dann, wenn wir genug da drin liegen haben, also wirklich 100.000 oder was weiß ich, Rohkupfer, wo wir ziemlich schnell hinkommen, dass ich dann hier einfach alles überbau und wenn wir irgendwann mal Kupfermangel haben, also die 100.000 verbaut sind, dann reißen wir ein so ein Cluster an Akkus ab und bauen dann ein so ein Drill hin und dann macht er wieder 100.000. Das wäre der Plan. Haben wir noch irgendwo da zum Beispiel so eine Kiste, die leer gemacht wird, die auch im Weg stehen würde. Gut, gut, gut. Also so ähnlich war auch der Plan. Strom füllt sich wieder, obwohl wir Nacht haben. Das ist gut. Forschung ist am Arbeiten. Alle Roboter sind ausgelastet. Oh, warte. Du bist langsam. Genau, jetzt ist der perfekte Zeitraum, um hier die intelligenten Ärmchen ranzusetzen für die... Wobei, die gehen nicht rein. Nee, aber ich kann einfach alle Roboter einsammeln. Und irgendwelche langsam werden da schon bei sein. Lalala, lalala. Schuppdiluck. Wie war es mit den Wasserlöchern? Also theoretisch könnte ich über jeden einzelnen Roboter, während er in der Warteposition ist, rüber hovern.
rechte Maustaste, Quatsch, gucken, was im Tooltip steht, ob da MK1 steht oder MK2. Und dann nur die MK1 einsammeln. Aber mal ernsthaft, das klappt nicht. Oh, kann ich die aus der Luft rausfangen mit intelligenten Ärmchen? Das ist jetzt die Roboterfanganlage. Du fängst bitte Construction Bots und Logistik Bots. Shift rechts, links, 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 links. Go! Nö, funktioniert nicht. Schade! Wäre aber lustig gewesen. Na gut, dann halt weiter auf die alte Methode. Einfach jeden einsammeln. Wie viele von den verdammten Langsamen habe ich denn eigentlich? Das sind alles nur schnelle. Da kommen ein paar langsame. Schneller, schneller, langsamer. Oh, nicht das Ding abbauen. So, und zwischendurch die schnellen wieder freilassen. Oh. So, einzelne Nachtzügler sehe ich. So, wie viele haben wir jetzt? Wir haben jetzt 78 von den alten. Um die alle aufzustufen, brauchte ich ziemlich viele blaue Chips. Da scheint voll zu sein. Du nimm mal bitte mehr blaue Chips. So. Du bekommst jetzt einen Stack davon und ganz viele blaue Chips von mir. Schaut gut aus. Ja. Da. So, jetzt werden aus allen alten neue gemacht. Und langsam soll sich echt genug neue haben. Guck dir das mal an. Ja, obwohl, Available Robots nur noch 60 Stück. Wie in der ganzen Steingeschichte halt, ne? Also Steinvernichtung in Form von Bigger Landfill und die Kupfergeschichte und. Bist du bald voll? Nö. Dich kann man richtig hochstecken. Okay, das wusste ich nicht. Ja, FF, ne? 256. Gut, mach das mal zu Ende. Wie viel Stein haben wir noch? Noch 67.000, ist okay. Forschung ist am Durcharbeiten. Du lieferst sehr schnell dein Zeug. Expected Resources inzwischen auf 40.000 runter. Das heißt, er hat jetzt mal eben lockerflockig innerhalb von ein paar Minuten 10.000 Kupfererz abgebaut. Das Ding ist krass. So, 5,8 Gigajoule sind voll. Alles ist voll. Schick. Töten? Töten. 14 Uhr ist schon wieder ein bisschen zu spät, weil es gleich wieder dunkel wird, aber ich kann ja einfach mal hier runterlaufen. Ah, ist schon fast ein bisschen zu viel. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich einen Bogen laufen. Oh, oh, oh. Das war doof. Wo bin ich? 44, 43. Okay. Guck mehr auf deine Anzeige. Aber das ging echt schnell. Ich brauche unbedingt die MK3-Rüstung. Ja, also bevor ich jetzt nochmal irgendwie sterbe und schon wieder Autosave laden muss, was ich echt nicht mag, gehe ich jetzt los und hole das Zink, das hier hinten irgendwo war, und dann versuche ich noch hin zu finden. Dann mache ich endlich das Gunmetal Alloy. Dann habe ich die MK3-Rüstung, stopfe die dann voll mit Schilden und Laufeinheiten und Fusionsreaktoren, und dann passiert sowas hoffentlich nicht mehr, weil ich fast unsterblich bin. Das ist der neue Plan. Du bist Silber. Oh, hallo. Lauf. Oder ich lag gleich einfach nochmal Quicksave, weil ich schon wieder sterbe. Ja. Kommt mal mit. Ich will doch nur ein, zwei Schüsse auf das Ding da hinten. Ja, zweimal getroffen. Sehr gut, fast keinen Schaden angerichtet. Mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt.
Genau, die Königin sind zu langsam. Hol den nächsten Schwung. Ich sollte vielleicht noch ein Laufding bauen. Die schnell da töten. So, jetzt ein, zwei Schüsse. Okay, ein Splitter-Spawner ist zerstört. Das ist schon mal sehr hilfreich. Kaputt. Blaue Edelsteine, rote Edelsteine. Wo sind die grünen? Da. Oh, die sind langsam. So. Aber sind es viele. 6 Könige, 2 Könige. Aber wir haben ja den Strom, ne? Kurz mal checken. Ja, gib ihm. Wir haben noch 1-2 Stunden Tageslicht. Machen kaputt. Vor allem, das läuft jetzt schon relativ gut, die zu töten. Wenn wir erst die nächste Damage-Stufe haben, dann müsste es ja richtig gut laufen. Aber mal gucken. Lauf. So, komm, eine Salve noch drauf. Okay, Spawner ist kaputt. Spawner ist kaputt und es wird dunkel. Gut, genug rumgespielt. Wir haben 2 Spawner vernichtet. Das soll erstmal reichen. Den jetzt hier die Reste aufwischen. Genau, die Akkus sind nämlich nicht mehr knallevoll. Schild ist voll. Komm, mach die beiden mal kaputt. Haben wir hier überhaupt genug Item-Kollektoren? Ja, ein. Bau mehr Item-Kollektoren.